Ja, guten Abend. Das ist der Livestream der Veranstaltung Kirchen mit Musik und der Singende Tresen, Konzert der Singende Tresen heute Abend aus dem Festsaal Kreuzberg. Und es ist ja schon eine gewisse Tradition geworden, dass ich bin Jörg Sundermeier vom Verbrecher Verlag, dass ich hier auf der Bühne stehe und in einen leider traurigen, leeren Festsaal gucke, in dem eigentlich hunderte von Leuten sein müssten, um der Lesung und dem Konzert zu folgen, aber aufgrund der uns allen sehr bekannten Pandemie ist dem nicht so. Darum heute diese Online-Veranstaltung und wir hoffen, dass wir den Live-Spirit trotzdem gut rüberbringen. Wir haben einiges weniges Publikum, sind glaube ich 8 Leute und 2 Hunde, die man vielleicht zwischendurch hören wird. Wir freuen uns sehr, dass das heute hier im Festsaal stattfinden kann und wir bitten auch ein bisschen um Ihre und eure Aufmerksamkeit und Dankbarkeit dafür, denn einen Festsaal leer zu halten, heißt immer noch Riesenkosten zu haben und natürlich ist da auch noch weiter ein Personal, das bezahlt werden muss. Deswegen werdet ihr gleich im Laufe dieses Livestreams auch immer wieder eingeblendet sehen, eine PayPal-Spendenkontonummer und wir würden uns freuen, wenn ihr da spendet. Diese Spenden gehen zu 10% an Sea-Watch, die restlichen 90% teilen sich die Künstlerinnen und Künstler vom Singenden Tresen und natürlich der Festsaal Kreuzberg, sodass wenigstens ein bisschen was in die Kasse kommt. Dazu auch noch eine Information, es gibt, wenn ihr diese Spenden spendet, ein Häkchen, das ihr für eine Dienstleistung spendet, dem ist aber nicht so. Ihr spendet ja tatsächlich für etwas anderes. Wir bitten euch, dieses Häkchen auszumachen. Dann kommt das Geld bei den Künstlerinnen und Künstlern, bei Sea-Watch und beim Festsaal Kreuzberg auch in ganzer Menge an. Dieser Livestream wird bei Facebook übertragen bei Wort und Ton. Das ist das Kulturwunder, dass Manja Prekels, Markus Liske und der Singende Tresen machen, beim Verbrecherverlag und natürlich beim Festsaal Kreuzberg. Bei YouTube könnt ihr das Ganze auch finden unter der Singende Tresen und Verbrecherverlag und bei Facebook auch noch beim Singenden Tresen, ich darf es nicht vergessen. Also der Livestream ist in vielen Orten zu sehen und falls wer es verpasst oder ihr es noch etwas jemand anderem dann später erzählen wollt, könnt ihr es auch nochmal darauf verweisen, dieser Livestream wird noch länger im Netz stehen. Jetzt bitte ich schon mal Benjamin und Thorsten und vor allen Dingen Manja Prekels auf die Bühne. Zum ersten Teil Kirchen mit Musik. Manja wird lesen aus ihrem berühmten, inzwischen schon zur Schullektüre gekürten Roman, Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß. Die letzte CD des Singenden Tresen ist etwas ungewöhnlich, es ist ein Hörbuch. Es ist das Hörbuch 6 Tage im April, Erich Mühsams Räterepublik. Damit weiß man schon, worum es geht. Es geht um die 6 Tage, in denen Erich Mühsam die Räterepublik gemacht hat. Dazu spielt aber der Tresen Mühsam Songs und wie alle wissen, macht er das brillant. Bevor ich jetzt endlich von der Bühne gehe und das Eigentliche beginnt, muss ich natürlich noch eine Frage stellen und die Frage ist, Manja, wie geht es euch eigentlich als Künstlerinnen und Künstlern und vor allen Dingen auch, wie geht es euch als Band in dieser Zeit, denn ihr könnt ja gar nicht auftreten. Wovon lebt ihr? Ja, sehr unterschiedlich bei uns, also ich glaube, unsere Band ist ein ganz guter Durchschnitt, obwohl es eigentlich trifft es niemand so hart, wie es andere Kolleginnen und Kollegen trifft, die ich kenne. Ich habe das große Glück, dass ich zurzeit ein Stipendium habe vom Berliner Senat. Also mehr Glück als Verstand, dass es wirklich seit Januar läuft und bis Dezember bin ich da safe. Gerade ich weiß, unser Drummer, der hatte zusammen mit mindestens einer Band eine gigantische Tournee organisiert, alles flach gefallen. Also da. Wie viele Termine, weißt du? Keine Ahnung, es waren unzählige. Wie viele Termine waren es, weißt du es? 8 oder 9, weg. Ja, okay. Und wir haben uns alle so durchgehangelt. Also ich glaube, es hat einigermaßen geklappt. Toi, toi, toi. Wir unterhalten uns auch ständig bisher, richtig. Mal gucken, wie es weitergeht. Kann man einfach nur solidarisch miteinander sein und schauen, wie es weitergeht.
umso mehr freuen wir uns, dass wir euch heute hier sehen können, euch hier erleben können. Ich verpiesel mich jetzt von der Bühne und wir hören jetzt, als ich mit Hitler Schnapskirschen aß, mit Musik. Dankeschön. Von unserer Seite herzlich willkommen bei dieser ungewöhnlichen Veranstaltung, für die ich sehr dankbar bin, für die wir auch sehr dankbar sind. Schon bei den Proben hat es riesen Spaß gemacht, sich überhaupt mal wieder zu treffen, zu musizieren. Sie hören jetzt einen kurzen Auszug aus dem Programm Kirschen mit Musik. Ich lese aus meinem Roman, als ich mit Hitler Schnapskirschen aß, und werde dabei von meinen fabelhaften Kollegen Benjamin Hiesinger und Thorsten Müller begleitet. Freund und Feind. Der alte Ziegelfritz nahm uns jetzt öfter mit auf seinen Kahn, denn ihm fehlte die Geselligkeit des Betriebs, der ihn in die Rente entlassen hatte. Die roten Schweine, wer soll denn davon leben? Schimpfte er. Er konnte pausenlos meckern über Marx, Lenin, die Russen, die Kommunisten, meine Mutter und die Partei der Arbeiterklasse. Scheiß Bonzen! Feixend hörten wir dem Gezeter zu. Oliver ließ nichts auf seinen Opa kommen. Mein Alter sagt, er spinnt, aber stimmt nicht, Fritz ist in Ordnung. Eines Tages vererbt er mir seinen Kahn. Auch mein Opa Erwin konnte Fritz nicht leiden. Mit Nazis trinkt man keinen Schnaps. Aber das verschwieg ich Oliver lieber. Ich war für Frieden, auch bei uns im Boot. Auf dem Heimweg fuhren wir mit unseren Fahrrädern um die Wette. Wir sausten an den Ufern der Stiche entlang über die Betonstraße zur Schwindelschweiz. Zur Kaiserzeit hatten Spekulanten dort Mietskasernen direkt ans Fabrikgelände gebaut, illegal, und an die Proletarierfamilien vermietet. Nun lauerten uns dort deren Nachfahren, die Steinmänner, auf, denn ihre Sippe kontrollierte diesen Teil der Stadt mit seinen halbverfallenen Mietskasernen zwischen Sufkes, kinderreichen Familien und fernab der Polizeiwache. Vor einem fürchteten wir uns mehr als vor allen anderen, über Krimi-Müller, einen drahtigen Boxertypen ohne Schneidezähne, kursierten die wildesten Gerüchte. Er war schon im Knast gewesen und arbeitete bei der Zero-Altstoffannahme. Es gibt Leute, wenn die lachen, dann bekommt man Angst. Mutsch war einmal als Chefin ans Gericht bestellt worden. Nach der Verhandlung über Krimi-Müller hatte sie die ganze Nacht schluchzend im Bett gelegen. Omi erzählte mir dann, dass Krimi seine Mutter totgeschlagen habe, einfach so. Er und der ganze Steinmann-Clan säumten sommers die Straße, tranken Bier und suchten Streit. Wenn wir Glück hatten, kamen wir unbehelligt an ihnen vorbei. Ein paar Mal erwischten sie meinen Freund, traten gegen sein Fahrrad, boxten ihn ins Gesicht. Ich hatte eigentlich immer Glück, mich rührten sie nicht an. Ja, du bist eben ein Bonzenkind. Ach so? Ja, was weiß ich denn? Wie alles irgendwann aufhört, endete auch unsere Freundschaft in jenen Tagen. Es gehörte sich für Oliver nicht mehr, mit mir in einer Fußballmannschaft zu sein. Wahrscheinlich hatte ihn ein Mitschüler dafür gehänselt. Mit Mädchen spielt man doch nicht. Ich versuchte ihn zu vergessen, verabredete mich mit Mitschülern und ging alleine angeln. Am ersten Ferienwochenende traf ich auf meinem Rückweg durch die Schwindelschweiz auf die Steinmänner, die augenblicklich begannen, mich mit leeren Flaschen zu befeuern. Oliver saß auf einer Bank, schaute zu und hielt sich den Bauch vor Lachen. Ein heißer, allumfassender Schmerz, so als löse sich die Haut vom Körper, lähmte mich bei diesem Anblick. Besinnungslos trat ich in die Pedale
fuhr irgendwohin, weit weg, nur fort. Im Stadtpark ließ ich mich ins Gebüsch fallen und blieb noch liegen, als die Ameisen bereits begonnen hatten, ihren Pfad über meine Beine zu verlegen, als Schnecken ohne Scheu an meinen Fingern schmatzten. Nun war ich die Angst haben musste. Mein Freund hatte mich an die Gorillas verraten. Das brach mir einen Sommer lang das Herz. Doch ich ergab mich. Was hätte ich auch tun sollen? Wir begegneten einander nur noch zufällig auf dem Schulhof, misstrauisch. Enthusiastisch verfolgte Omi die Entwicklung der Weltpolitik in den Fernsehnachrichten. Sie verehrte Michail Gorbatschow, den sie zärtlich Gorbi nannte. Omi war überzeugt, der Weltfrieden stünde vor der Tür. Mir war das Piep egal. Manchmal gelang es ihr, mich zu einem Tänzchen in ihrem winzigen Wohnzimmer zu überreden. Die Dielen knarrten im Takt der Thüringer Waldhymnen von Herbert Roth, wenn sie mich mit volkstümlichem Schwung von einer Ecke in die andere schob. Omi führte und pfiff mir dazu ins Ohr. Es war kein echtes Pfeifen mehr, so Geräusche. Anschließend legte ich mich auf mein Bett im Zimmer nebenan und zweifelte am Sinn des Lebens. Manchmal träumte ich von Oliver. Unsere Wege schienen sich endgültig getrennt zu haben, in verschiedene Paralleluniversen der Gemeinschaft. Ich fühlte mich von den Randexistenzen angezogen, konnte die Traurigkeit der alten Schiffer verstehen, die sie allnächtlich vor sich hertrugen, aus ihren Spelunken die Havel entlang heimwärts wankend, wie zur Erinnerung an etwas, das es nicht mehr gab. So wie das Vagabundenleben der unheimlichen Alten, die lief ganz aufrecht, steif fast, und trug dabei immer schwarz, einen Spazierstock am Arm und eine eigenartige Ballonmütze auf dem Kopf. Es hieß, sie sei einst alle großen Binnenflüsse abgefahren, mit dem Mann, dem längst Verstorbenen, damals. Oft hatten wir sie heimlich am Fluss beobachtet, wenn sie da saß, paffend mit ihrer Pfeife und dafür ausgelacht. Jetzt grüßte ich sie jedes Mal wie zur Wiedergutmachung. Wenn sie mir nachts in der Einsamkeit der kleinen Stadt entgegenlief, klick, klack, klick, klack, klick, der Stock, dann begriff ich, warum die Nachbarskinder nur Hexe sagten, die alte Hexe. Es war dasselbe Befremden, das ich angesichts der alten Ziegler empfand, draußen am Stich, die Männer ohne Zähne in Kleidern, die es nirgends mehr zu kaufen gab. Zigarrenstummel, dürre Kerle, alle krumm vom Ziegel machen. Stein für Stein war durch ihre Hände gegangen, 100 Jahre lang. Kinder fürchten sich vor Geistern, aber ich war ja kein Kind mehr. Erst Jahre später sollte ich begreifen, dass wir alle einer sterbenden Welt angehört hatten. Auch in meiner eigenen Erscheinung musste etwas Geisterhaftes gelegen haben, wenn ich Marx zitierte, wie man eine Bauernregel vorträgt. Proletarier aller Länder, vereinigt euch! Proletarier aller Länder. Den Faschismus, den hatte das Sowjetvolk ein für allemal besiegt. Und mit ihm alle Nazis. Bis auf ein paar, die bald sterben würden, drüben, im Westen. Ich glaubte daran. Immer noch. Ich war sowas wie der letzte Pionier. Timur ohne Trupp. Dabei war ich gar kein Pionier mehr. Die Hauptstadt hatte sich schön gemacht. Erneut gehörte ich zu den Berufenen, genauso wie Uli, Michael und der schweigsame Andreas Walter, der mich beim Kampf um die Sitzplätze geschickt von Ulis Seite verdrängte. Sie hatten uns für die Delegation ausgewählt, die die Karl-Marx-Oberschule beim großen Fackelzug vertreten sollte. Die Republik feierte ihren 40. Geburtstag und die Parade in der Hauptstadt sollte der Höhepunkt sein, die Torte mit den Kerzen. Der Bus fuhr über die Felder, durchquerte Kiefernwälder und Straßendörfer. Die Fahrt endete in Hellersdorf,
einer frisch aus dem Boden gestampften Neubausiedlung. Die aneinandergereihten Betonblöcke unterschieden sich nicht voneinander. Und da, wo später Grünanlagen und Spielplätze das Wohnumfeld verschönern sollten, klafften tiefe Krater für Kabel und Kanalisation. Straßen und öffentliche Gebäude trugen keine Namen, nur Zahlen, ein Provisorium. Karl-Marx-Oberschule! Hier, Schule 10, Ecke 18. Straße. Die Reisebusse kamen aus allen Himmelsrichtungen. In der Unterkunft stießen Pille und Palle zu uns. Streitlustig wie immer verfolgten sie einen lockenköpfigen Jungen über Tische und Bänke hinweg. Überall brüllten und stampften orientierungslose Kleinstadt-FDJler in unterschiedlichen Dialekten. Nichts erinnerte hier an Berlin, wie ich es von unseren Ausflügen zum Tierpark oder aus der aktuellen Kamera kannte. An einer Straßenbahnhaltestelle glaubte ich, Oliver zu erkennen. War er es? Nun standen wir im Stau. Ich versuchte über die Köpfe hinweg Orientierung in den Straßen Ostberlins zu finden. Spruchbänder, Fahnen und Losungen hingen aus Fenstern, von den Balkonen. Neue Anweisungen aus den Lautsprechern forderten Bewegung, Stillstand, Bewegung, Stillstand. Wie eine träge Raupe im Innern eines Apfels wälzte sich unser Zug dahin. Pille und Palle begannen mit ihren leer gefressenen Proviantbeuteln auf den Kopf eines vor uns marschierenden Jungen einzudreschen. Michael Müller geriet dazwischen und holte sich eine blutige Nase. Dörte war wieder verschwunden. Uli klammerte sich so sehr an meiner Schulter fest, dass es weh tat. Wir wurden abgedrängt und gerieten an den Straßenrand, wo Zuschauer mit Winkelementen standen und uns entgeistert anstarrten. »Mir ist so schlecht«, sagte Uli noch, bevor sie im hohen Bogen in die Reihen der Jungpioniere kotzte. Nebenan zogen Ordner mit roten Armbinden Pille und Palle aus dem Pulk. So vergingen Stunden. Ich war einfach Teil dieser fetten Raupe, in die endlich doch noch Bewegung kam. Da vorn ist die Tribüne, hieß es, und wir sind gleich da. Am Ziel aller Hoffnung, die sich nun in Sprechchören formierte. Gorbi, Gorbi. Wir brüllten mit, heilfroh, dass etwas geschah. Ich dachte an Omi und daran, dass sie vielleicht recht gehabt hatte. Eine Welle der Euphorie erfasste mich und meine Freunde. Wir erhoben unsere Fäuste und riefen lautstark mit. Gorbi, Gorbi. Insgeheim schwor ich, viel öfter auf meine Omi zu hören und nie wieder die Kohlen für sie zu vergessen. Nur wenige Schritte später erreichte uns das Kommando, erneut stillzustehen. Wir wurden in eine Nebenstraße umgeleitet, 100 Meter vor der Haupttribüne. Unser Zug hatte seine Aufgabe erfüllt. Andere waren auserkoren, den Staatsgästen mit ihren Fackeln den Weg in die Zukunft zu leuchten. Westgeld. Die Schaufenster waren zu klein geworden, dabei waren sie eben noch ganz leer gewesen. Berauscht standen die Menschen vor den Läden. Es schien, als hätten sich alle Verheißungen der Werbung direkt in die Regale ergossen. Die aktuellen Modelle der Ost-Stereo-Rekorder waren, ebenso wie ihre Besitzer, dem Gelächter der Leute vor den Rundfunkgeschäften hilflos ausgeliefert.
Schon nach wenigen Wochen wurden die DDR-Restbestände ohne Unterschied verramscht. Uli war untröstlich. Noch zu Jahresbeginn hatte sie für den Rekorder ihre gesamte Jugendweihekasse geopfert. Das durfte man jetzt keinem mehr erzählen, sonst war man blöd. Dabei passierte es doch allen. Wir drängelten uns im Neonlicht der neu eröffneten Klamottenläden, um die Jeanshosen später auf dem Schulhof aneinander wiederzuerkennen. Wie peinlich. Zottel, der gerade eine Maurerlehre absolvierte, lachte herzhaft angesichts meiner Probleme mit der neuen Kleiderordnung. Also ich war schon immer heavy, ich musste meine Uniform nicht wechseln. Die abgewetzte Lederjacke trug er sommers wie winters. Nun kam ein Aufnäher seiner Lieblingsband Judas Priest dazu. Je greller die neu angebrachten Lichter und Leuchtreklamen unsere kleine Stadt beschienen, je lauter es in den Kneipen, auf Straßen und Plätzen wurde, desto schweigsamer wurde unser Vater. Die Mutsch hatte sich gefasst und rannte wieder täglich zur Arbeit. Sie muss schließlich das Geld verdienen, klärte uns Omi auf. Was sie verschwieg, war der Grund für diese Extraschichten. Immerhin waren Sommerferien auch für Lehrer. Es hatte Ärger gegeben. Ein angolanischer Vertragsarbeiter war mitten im Neubaugebiet, unweit unserer Schule, von einem Jugendlichen niedergestochen worden. Er hatte nur knapp überlebt. Die Suche nach den Tätern blieb ergebnislos. Scheiß Ausländer. Der Vater saß mürrisch in seinem neuen Fernsehsessel und weigerte sich, das Haus zu verlassen. Ein ganzes Jahr schleppte er sich schon von Arztzimmer zu Arztzimmer. Das Unvermeidliche ließ sich nicht mehr leugnen. Die Invalidisierung stand bevor. Die Zukunft würde weißgetünchte Wände, Desinfektionsmittel und die tägliche Blutwäsche für ihn parat halten. Die drohende Abhängigkeit von einer stationären Behandlung ließ alle Hoffnung aus seinem Gesicht schwinden. An den wenigen guten Tagen träumte er laut von Genussreisen in französische Weinanbaugebiete. An schlechten Tagen saß er volltrunken vorm Fernsehapparat und verachtete die Welt. Scheiß Ausländer! Was mit unserem Land, der DDR, geschah, war aus der Froschperspektive schwer zu überblicken. Niemand sprach mehr von ihr. Waren wir noch da? Es hatte freie Wahlen gegeben. Mein neuer Reisepass wies mich als Bürgerin der Deutschen Demokratischen Republik aus. Aber alle redeten nur von Deutschland und meinten die BRD. Karl-Marx-Stadt hieß jetzt Chemnitz. Die Südafrikaner hatten gerade die Apartheid abgeschafft, aber wie Zottel bei jedem unserer Treffen zu bemerken pflegte, bei uns gibt es jetzt endlich wieder Nazis, Prost. Wie vermutet, roch es in der Wohnung der Müllers bei meinem zweiten Besuch nach Putzmitteln. Kleine violette Plastikblümchen standen in der Mitte des frisch gedeckten Tisches. Gehäkelte Spitzen bedeckten ein in die Jahre gekommenes Sofa mit breiten, nach außen geschwungenen Holzbeinen. Frau Müller wies mir den bequemsten Platz zu, schenkte Kaffee ein und legte ein Stück Bienenstich auf meinen Teller, bevor sie das Wohnzimmer verließ, um ihren Sohn zu holen. Zuerst sah ich nur das Gipsbein ins Zimmer treten,
Der dicke Kopfverband entsetzte mich. Michael. Lässt uns bitte allein, Mama. Er schloss die Tür, winkte kurz ab und ließ sich ächzend in den Sessel fallen. Weißt du, was passiert ist? Mm-mm. Sie hatten ihm im Krankenhaus einen Teil der Haare abrasiert, die nun seitlich nachwuchsen und wie Stacheln durch den Verband nach außen drangen. Als könnte er meine Gedanken lesen, strich sich Michael mit der Hand über den Kopf. Die lasse ich wieder wachsen. Er beugte sich vorsichtig zur Seite, öffnete einhändig ein schmales Schränkchen, während er mit dem anderen Arm die Balance hielt und fischte eine Flasche Goldkrone hervor. Umstandslos trank er einen Schluck daraus und reichte sie mir weiter. Das waren die. Du hast sie im Clubhaus gesehen. Aber warum denn? Ja, keine Ahnung. Die haben mich vorn an der Kreuzung gesehen, sind mir gefolgt und peng. Also hier vor deiner eigenen Haustür? Ja, aber jetzt hör zu, Mimi. Es geht um was völlig anderes. Michael war fest entschlossen zu reden. Das fiel ihm nicht leicht. Er brauchte mehrere Anläufe, verschluckte sich am Kaffee. Krimi, du weißt, dass das mein Cousin ist? Ja. Der hat mich dahin mitgenommen. Ich wollte das nicht, aber er war besoffen und du weißt, wer dann ist. Ja. Ich konnte seine Angst fühlen. Trotzdem begriff ich zunächst nicht, was er mir sagen wollte. Bis der Name fiel. Mein Angelfreund, der Schweigsame. Am Rande des Neubaugebietes in einer Zwei-Zimmer-Wohnung mit Ausblick hatte es eine Feier gegeben. Der mitgeschleppte Michael hatte dabei gesessen. Und dort, so berichtete er mir nun, war es zu einer Verwandlung gekommen, zu Hitlers Moment. Seine neuen Freunde hatten Oliver gedrängt. Sie wussten um seine Begabung. Mit vereinten Kräften schoben ihn die Steinmänner, Palle, Andreas Walter und Krimi auf den Balkon. Und als er sich immer noch sträubte, gaben sie ihm Wodka, mehr Wodka. Er trank das Zeug wie Wasser. Wie die Russen zu der Zeit, als er noch ein Kind gewesen war, er trank ihn jetzt, wie sein Vater es tat. Er sah die johlenden Leute unten stehen, die ihn anfeuerten. Erst vereinzelt, dann im Chor, ihn laut und fordernd riefen. Bis einer begann zu skandieren, so wie er es im Film gesehen hatte, mit dem rechten erhobenen Arm. Erst lachten die Mädchen. Und da wusste er, dass er es jetzt tun musste. Es war, als hätte er schon immer auf diese Nacht gewartet. Er trank noch einen letzten Schluck, zog noch einmal kräftig an seiner filterlosen Zigarette, schmiss sie weg, sah auf alle herab und er begann die Mädchen anzubrüllen, sodass sie ihm zuhören mussten, sodass es aufhörte ihr Lachen. Er stand auf diesem Balkon am Rande des Neubauviertels und als er sah, welchen Schrecken sein Schreien in die Gesichter getrieben hatte, nahm er langsam, ganz langsam den Druck aus der Stimme, die ihm selbst so fremd erschienen war, im Widerhall seiner Worte von den kahlen Wänden des Blocks gegenüber. Und er sah, wie sich seine Ergriffenheit in die Dunkelheit des Viertels ergoss. Lichter gingen an. Ringsum traten sie an die Fenster und bestaunten das geisterhafte Schauspiel. Alle Köpfe kannten nur noch eine Richtung. Und er sprach wie ein gestrenger Vater zu ihnen. Nannte sie Volksgenossen, er tadelte und schimpfte, säuselte, flehte. Deutschland, Deutschland, über alles. Plötzlich knallte eine Tür ganz nah. Stille. Es begann weit vorn zur Straße hin im Halbdunkel. Und dann griff es um sich. Ein Gemurmel formte sich aus der Gespensterruhe. Der Eiferer hob erneut seinen Arm. Die anderen folgten reflexartig. Streckten sich empor zu ihm, der nun triumphierend seinerseits die Rechte hob. Heil Hitler. Später, als er erschöpft und heiser in dem fremden Wohnzimmer saß, kam Pille auf ihn zu, legte ihren Arm um seinen Hals und küsste ihn. Michael Müller hatte das alles mit angesehen und nun wusste auch ich es. Das wolltest du mir die ganze Zeit erzählen? Ja, er war schließlich mal dein Freund und ich gehöre nicht zu denen. Ich will, dass du das weißt. Michaels Hände spielten nervös mit den Fransen der Tischdecke. Der Gulke gehört übrigens auch dazu. Was? Ja, der stand ganz vorn in der ersten Reihe. Frau Müller betrat leise das Zimmer. Michael, du musst dich jetzt ausruhen. Sie wandte sich in meine Richtung. Der Junge versäumt doch so viel Stoff. Werden Sie meinem Michael helfen? Stumm nickten wir einander zu. In dem Moment, als ich das Haus verließ, schob sich eine Wolke vor die Sonne. Ein kühler Windstoß fegte altes Laub vor meine Füße. In der Ferne ließ jemand einen Motor an. Von nun an lief ich schneller.
Ich will nicht mehr essen. Ich werde nicht mehr essen. Ich trete jetzt in Hungerstreik. Leben wie ein Hund, gefüttert werden, gehorchen, nimm nichts mehr an, hör auf zu gehorchen, hungere und lebe wie ein Mensch. Ich lege mich neben mein Bett auf den Boden, der Teppich ist hart, ist genau richtig. Ich sitze im Zimmer und schweige, höre meinen Atem. Die Nächte sind schön, ich bin alleine, es ist still. Es gibt Momente der Schwäche, dann denke ich an meinen Streik. Es kommt nur auf mich an. Ich werde weniger, bis ich gar nicht mehr bin. Ich will nicht sein. Ich betrachte mich im Spiegel. Ich finde meine Augen schön, sie kämpfen. Ich habe Schmerzen. Ich setze mich in das leergeräumte Zimmer der Großmutter. Es riecht noch nach ihr. Ich esse einen Apfel und weine. Ich knarre mit den Dielen und weine. Ich hole den schwarzen Hund ins Zimmer, er stinkt nach Regen. Regenhund. Er leckt meine Apfelhand ab, ich nehme ihn zu mir nach nebenan. Wir schlafen Kopf an Kopf, ich höre ihn atmen. Ich wecke ihn auf und lasse ihn wieder raus in die Kälte. Er kann nicht gut allein sein. Er tut mir leid. Ich wasche mir die Hände und sehe mir dabei im Spiegel zu. Ich habe keine Schmerzen mehr. Sie schaffen sich Hunde an. Keine wie Bruno oder Biermann. Bullige Tiere mit starken Kieferknochen. Einmal sehe ich sie im Wald. Sehe, wie sie ein Welpenscharf machen mit Quälereien und aufgehetztem Schreien. Er tut mir leid. Ein Partisan würde ihn retten. Ich tue es nicht. Ein Nachbarsjunge erzählt mir, dass Hitler seinen Hund aus dem Fenster geworfen hat. Nicht aggressiv genug. Der wollte nicht beißen. Ich mag den kleinen Nachbarn. Er scheint keine Angst zu kennen. Wir sind wie Spione, Information gegen Information. Er interessiert sich für lebenspraktische Dinge. Was bedeutet Blasen? Sommer. Ihre Truppen versammeln sich vor dem Rathaus. Sie verteilen sich auf Autos, sie ziehen in den Krieg. Später im Fernsehen, das Haus mit der Sonnenblume brennt. Tausende triumphieren. Der Vater stellt den Apparat aus. Licht für Licht entzündet sich im Hinterhaus, weicht das Dunkel im Hof heller Ruh. Dampfend Töpfe beschlagen die Scheiben und von fern rauscht die Straße, als hörten wir ihr zu. Wenn die Nacht kommt, wenn die Nacht kommt, wenn die Nacht kommt, wenn die Nacht kommt, in den Skeletten morscher Wohnkasernen greift ein Vogel, Freunde, nach den Sternen. In den Skeletten morscher Wohnkasernen greift ein Vogel, Freunde, zu den Sternen. Vagabunden fürchten nicht die Dunkelheit, singen leis ins Dickicht, ja, jublu, suchen Zuflucht einander, wo niemand sie entdeckt. Wer sie früher waren, weiß doch keiner mehr. Wenn die Nacht kommt, wenn die Nacht, wenn die Nacht kommt, wenn die Nacht kommt, in den Skeletten morscher Wohnkasernen greifen Vogelfreunde nach den Sternen. In den Skeletten morscher Wohnkasernen greifen Vogelfreunde zu den Sternen.
vielen Dank dem fabelhaften Thorsten Müller und dem nicht minder fabelhaften Benjamin Niesinger. Jetzt kommt der Rest vom Tresen auf die Bühne, bitte, bitte. Als da wären Florian Segelke an den Gitarren oder an der Gitarre heute. Und Johannes Metzger. Nicht wundern, ich verrate es jetzt schon. Ich soll es eigentlich nicht verraten. Nee, ich verrate es nicht. Okay, ich verrate es nicht. Ich werde es später auflösen. Was ich nicht verraten durfte. Ja, das war jetzt wie gesagt ein Ausschnitt aus einer Lesung, bei der mich dankenswerterweise die Kollegen begleiten. Die Stücke sind extra dafür entstanden, für das Programm. Das ist eigentlich der Klassiker, ne? Kampf mit dem Stativ. Wunderbar, dankeschön. Und wir machen jetzt direkt weiter. Ich freue mich, dass jetzt alle vollzählig sind. Mit einer Hommage an Erich Mühsam, der den folgenden Text geschrieben hat. Dessen Todestag sich auch jährt in der kommenden Nacht. 1934 ist er auf bestialische Art und Weise ermordet worden von den Nazis. Und das folgende Lied hat er, oder den Text hat er 1914 geschrieben. Ein Text, der ja, sich durchaus sehr aktuell anfühlt, was schade ist für uns alle, aber nicht minder uns daran erinnern lässt, was für ein großartiger, lebensmutiger und wahrer Geist Erich Mühsam war. Also, Antifaschist sein, das gehört sich nochmal so. Der Mahner. Bleibt ihr nur Genossen meiner Zeit? Ich schau zurück und kann euch kaum noch sehen. Ein wirres Stimmentosen hör ich weit, 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 weit hinter mir und kann es nicht verstehen. Weit hinter mir und kann es nicht verstehen. Ich ruf euch zu, doch euer Echo fehlt. Den Laut, der rein aus meiner Stimme klingt. Ich wink euch her, doch ihr wie unbeseelt. Tauben aus, ob euch ein Stummer singt. Horcht Tauben aus, ob euch ein Stummer singt. Vergebene Teilchen aus den Zähnen pfeift. Misstönig euer ärgerlicher Spott. Der ihr die Zeit begreift. Tritt nie aus finstern Kirchen, euer Gott. Tritt nie aus finstern Kirchen, euer Gott. Thank you.
wartet, nützlicher Idiot. So nennt ihr mich ein eigensinnig Tier. Und stets am Rand zu stehen, grad in der Not, Not, Not. Genossen meiner Zeit, wo seid ihr? Genossen meiner Zeit, wo seid ihr? Seid ihr? Seid ihr? Applaus. Wir stellen ihn uns vor. Die Schönheit der Maschinen, die jetzt folgt, hat auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Aber ja, bleibt ein schöner Song, oder? Wir haben uns so eine, ehrlich gesagt, haben wir so eine Art Wohlfühlset heute zusammen hier sammelt. So eine Art Best-of 20 Jahre der Signe Dresen. Schönheit der Maschinen. Wer fängt an? Damals ist gerade der erste Mediamarkt auf dem Alex eröffnet worden. Und die Leute haben in ihrem Kaufrausch die Panzerglasscheibe eingedrückt, weil sie nicht abwarten konnten, ihre Schnäppchen zu bekommen. Die Schönheit der Maschinen, die uns den Atem hält und macht, dass wir den Götzenbildern dienen, die uns umfluten Tag und Nacht. Und das Design der Apparate, die mich entschlüsseln, alles sehen, das Intime und Ersparte, woher kommen, wohin gehen? Ich, das ist nichts als die Summe der Befindlichkeiten in meinem Warenkorb. Hier kommt die Schönheit. We'll be right back.
heute an den Drums ein einarmiger Bandit. Johannes hat es geschafft, sich den Ellbogen zu brechen. Er hat heute den Gips abbekommen. Das war alles einarmig. Hammer. Der nächste Text ist mir eingefallen, als wir auf einer größeren Reise waren und ich zum ersten Mal in Rumänien war. Es war Frühling und man sah so Kinder in den Bäumen. Und meine Mutter hat sofort gerufen, oh Gott, hol die Kinder da runter. Ich habe einfach das ausgelassene Spiel beobachtet und das war total ansteckend und total fröhlich. Man hat so kopfschüttelnd so die Bäume angeschaut und dachte, was machen die da? Also sie wirkten glücklich. Irgendwann habe ich mitbekommen, ein bisschen später, die Kinder lebten auf einer Müllkippe vor den Toren der Stadt. Und das waren einfach frische Knospen, die haben sie gegessen. Also in dem Moment ging es ihnen schon gut, aber das Bild war eigentlich zum Verzweifeln traurig. Wir verlassen den Grund. Fliehen leise auf und davon. Die Kinder kauen die Knospen ab von einem Baum. Sie hocken im Geäst, rauben ein Vogelnest. Ach, könnten sie schlafen wie du oder ein Stein. Fliegen mit dem Wind, fort von allem Sein. Wir verlassen den Grund, denn er gehört uns nicht. Wir verlassen den Grund, denn er gehört uns nicht. Die Sterne und den Mond der toten Geister fliegen fort. Sie weisen uns den Weg der Ort. Europa, deine Mauer fällt. Das Meer ist groß, der Himmel hält. Ach, könnten wir träumen wie du oder ein Stein. Den Morgen sehen, das Werden einfach freuen. Sein. Wir verlassen den Grund, denn er gehört uns nicht. Wir verlassen den Grund, denn er gehört uns nicht. Wir verlassen den Grund. Wir verlassen den Grund. Ich werde jetzt nicht Thorsten ärgern. Es ärgert ihn schon genug, dass er ständig Akkordeon spielen muss. Wer ihn näher kennt, versteht auch sofort warum. Aber es muss nun mal sein, an dieser Stelle, das kleine Rote steht ja außerdem fantastisch. Das ist wirklich aus der Mottenkiste, ein Hit aus der Mottenkiste hieß das früher. Gab es doch mal so eine Platte, oder? Alexanderplatz. Aber ich weiß, ganz viele Leute werden den lieben, also den jetzt zu hören. Also alle außer Thorsten. Möwen kreisen überm Alexanderplatz, noch immer bläst uns eisig Wind entgegen,
alter Schnee, zu Inseln aufgetürmt. Auf Wiesen, die ergraut, sich noch nicht regen. Jogginghosenträger zocken Zahn um Zahn mit den Hütchenspielern neben anderen, weil es so nicht weitergehen darf. Bauen sie neue Häuser an den Himmel ran. Bunte Hunde bellen hellen Stimmen nach. Zwei Füße irren und her und bleiben stehen. Jemand sucht, was andere verlieren. Tram, die bimmelt, bis die Füße weitergehen. Möwen kreischen um die olle Budenwurst. Denn dann sind weich nach allen Ecken Enden. Müde Männer trinken ohne Durst. Graue Jutebeutel hängen schlaff an Händen. Lärm, Tatütata und viel Brimborium. Die Durchsetzung der allerneuesten Normen. So als wäre dies ein erster Test zur Wirkungsmächtigkeit von Uniformen. Einkaufstüten prall gefüllt mit nichts, stoßen aneinander wie an jedem Ort, schleppen Opas, Omas Hausgeräte hinterher und protestieren immerfort. Möwen kreisen ziehen umher bei Dämmerlicht, zur Spree, wo alte Kähne leuchten vis-à-vis. In deren Bäuchen sammeln elegant die Damenreste vom Menü fürs Federvieh. Da 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 da. Danke, Thorsten. Aber wir machen das immer so, wenn wir so eine Setlist zusammenstellen, dass eigentlich jeder auf seine Kosten kommen muss. Natürlich, ist ja klar, soll ja niemand darben. Und nach so einem nicht so Lieblingstitel kann sich derjenige dann aussuchen, was er jetzt als Lieblingstitel hätte. Und das ist jetzt eher ein Thorsten Lieblingstitel. Das ist richtig. Der auch schon, ja, der war auf einer, schon vor vielen Jahren auf einer Platte von uns, Der Sturm. Die meisten Leute, die mal auf einem Konzert von uns waren, kennen ihn. Jahrelang haben wir den eigentlich immer dabei gehabt, weil er auch irgendwie nicht altert und eine Geschichte erzählt, die nicht altert ist. Es geht um einen Schinken, Es geht nicht um einen Schinken. Es geht um ein sinkendes Schiff. Niemand weiß, wann das begonnen hat. Da war dieses winzige Leck. Man hat einfach weitergemacht, immer weitergemacht. Aber es sinkt. Es wird nicht leichter mit dem Leck. Und auf diesem Schiff ist traditionell eine Kapelle angestellt. Sie hat einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Will heißen, die Band spielt immer weiter. Auch und gerade bei Sturm. Der Sturm, er lässt nicht nach, zerreißt die Segel. Das Ruder bricht die Hände ohne Schrei. Wechsel
wechselwütig tobt es in den Köpfen. Die Lanzen treffen leis wie nebenbei. Im Ausguck hockt der allerdümmste Junge. Das, was geschieht, das können alle sehen. Die Augen wund, ertaubt das Hirn, die Lunge sucht, er sucht und lässt die Fahne wehen. Kinder unter Deck sind ernst die Lage. Sie spielen Krieg, wer Frieden hat, verliert. Die Insel ist der Schatz, vergiss die Frage. Ein Clown muss lachen, weil er nix kapiert. Die Weiber schreiben Bücher übers Kochen. Sie schreien sich an, sodass es niemand hört. Etwas faul, doch keiner hat's gerochen. Spring über Bord, wenn dich Gesellschaft stört. Die harten Kerle hängen in den Seilen, umringt von leichten Mädchen, hart am Wind. Sie starben schon vor vielen hundert Meilen. Man hängte sie zur Warnung vor dem Kind. Welche immer noch riskieren, den Kurs zu halten fort von Heim und Weh. Die siehst du nachts wie Geister vor sich stieren, die Stirn zur Lanze, Augen in die See. Gerade nach dem Konfetti in meinen Taschen gegriffen und da war keins. Schlechte Vorbereitung. Ich wollte es mir auch abgewöhnen, ehrlich gesagt. Es macht immer schlechte Laune bei den Leuten, die anschließend sauber machen müssen. Auch nicht ganz fair. Irrig mühsam. Man könnte ja auch mal ein Glas erheben, nicht wahr? Auf die schönen Dinge im Leben, für die es sich lohnt zu kämpfen. Und auf die guten Geister, die wir alle brauchen dafür. Zum Wohl alle. Zum Wohl alle. Und das Trinklied von Erich Mühsam, geschrieben 1904. Musik.
eure Seelen zu festlichen Klängen. Füllt eure Herzen mit jauchzendem Wein, denn die Jahre der Jugend drängen und das Alter nach Foltern herein. Noch strahlen uns Sonnen, noch blinken uns Gläser, noch lachen uns Lippen und Brüste heiß, noch blühen die Blumen, grünen die Gräser, aber eilt euch, was rot ist, wird weiß. Rasch ziehen vorüber die glücklichen Stunden, hält uns nicht die Jugend, wir halten sie nicht. Wehrt euch der Würde, der ist überwunden, denn fromme Sitten plagen und Pflicht. Nieder mit dem, den Sorgen beglücken, denn er weiß nicht, was Leben heißt. Lebend genießen, lebend beglücken, auf das Leben trinken, bis es zerreißt. Trinken, auf Leben und auf Sterben, Leben, Leben, auf Blut und auf Kuss. Leert den Pokal und dann keilt ihn in Scherben, lebt euer Leben und dann ein Schuss. Trinken ist Leben, Leben ist Trinken, nieder der Schwächling, der trunken fällt. Wein her, wir wollen im Leben versinken. Das Leben herrscht, lebe die Welt. Der Song hat uns schon mal dezent an einen Punkt des Abends geführt, vor dem ich mich heute ein bisschen gefürchtet habe. Denn wir spielen jetzt ein Lied, das müssen wir einfach machen, für eine gute Freundin, die vor weniger als 14 Tagen mit den Wolken davon geflogen ist. Der Song, den haben wir ihr und ihrem Lebensgefährten Jens-Paul Wollenberg. Es geht um Uta Pilling, die fabelhafte, großartige Uta Pilling hat die Welt verlassen. Jedenfalls diese, wie wir sie kennen. Uta und ihrem Lebensgefährten Jens haben wir vor vielen Jahren, genau genommen 2005, den folgenden Song gewidmet. Thorsten, du hast ja auch viele, viele Zeit verbracht bei den beiden in der Küche in Leipzig. Also eine sehr wahnsinnig lebenskluge Frau, die ihren Weg unbeirrt gegangen ist. Und das wollen wir hinterher rufen und singen, das folgende Lied, Clowns im Regen.
die Jackentaschen voller Traurigkeiten. Dies ist kein Glückstag, nein, ich geb es zu. So lang schon mangelt's uns an guten Zeiten. Nun warte ich auf die nächsten, so wie du. Die Tage schleppen sich auf krummen Wegen. Durch nimmer müde Friss und stirb man nie. Wir lächeln stumm und haben nichts dagegen. Man nennt uns schlicht das Oberwimmervieh. Die meisten Münder hängen in den Seilen. Wer weint, wird schneller einsam als wer lacht. Und mit dem Lachen sollen wir uns beeilen. Und zwar, weil sonst ein anderer für uns macht. Schneit und hagelt aller Orten, wäscht die quietsche Farben einfach weg. Alle schmeißen hin und keiner Torten. Alles steht wie einst am selben Fleck. Dauernd rennen Kühe auf die Gleise. Hühner vor die Busse, Gott sei Dank, haben wir schon selber eine Meise. Denn andernfalls, da machte uns das krank. Die meisten Münder hängen in den Seilen. Wer weint, wird schneller einsam als wer lacht. Und mit dem Lachen sollen wir uns beeilen, und zwar, weil's sonst ein anderer für uns macht. Hinten plärrt aus seinem Kinde. Ganz offensichtlich mag es Märsche nicht. Regendüster geht der Tag zu Ende. Katze schnurrt und niest auf ein Gedicht. Wir helfen ihr und klatschen in die Hände. Sie findet die Balkonientüre nicht. Die meisten Münder hängen in den Seilen. Wer weint, wird schneller einsam als wer lacht. Und mit dem Lachen sollen wir uns beeilen. Und zwar, weil's sonst ein anderer für uns macht. Thank you.
Mutter hätte jetzt folgendes Lied gefordert. Das folgende Lied wäre jetzt ihr Wunsch gewesen, Zombies. Das ist ja jetzt in diesen Tagen auch noch ganz brutal anders, wirklich, das mit den Zombies, oder? Das ist ein weites Feld, das führt dir zu weit, ja. Habt ihr... Zombies im Kaufhaus, Zombies im Büro, Zombies in der U-Bahn und im Fernsehen sowieso, Zombies auf der Straße, Zombies im Haus, Zombies in Vitrinen, die schauen da raus. Zombies im Stadtpark, Zombies im Zoo, Zombies an der Universität sowieso, Zombies werden mehr. Der Lebendigkeit der Welt. I have no mouth and I'm a stream. Ich sehe was, was du nicht siehst. Dem Finale dieser Live-Übertragung der ersten in der Bandgeschichte und vor allen Dingen einarmig vom Schlagzeuger. Ich applaudiere innerlich die ganze Zeit. Hör der Nacht beim Träumen zu. Wenn der Wind die Straße
Straße fegt. Geh hinaus, lass flimmern wie zwei Hände, die einander zu berühren wagen. Was es zu bedeuten hat, mag ein anderer fragen. Mondgeheul ans Fenster schlägt, Äste wogend wimmern. Wenn der Wind die Straße fegt, geh hinaus, lass flimmern, was auch war und was sein wird. Schau, die Flüsse treiben. Immer da und immer fort. Was schön war, wird es bleiben. Mondgeheul ans Fenster schlägt. Äste wogend wimmern. Wenn der Wind demokratische Band sind wir nicht, nee, aber eine basisdemokratisch organisierte. Wie würdet ihr denn jetzt weiter diesen Plan verfolgen? Pläne muss man immer in Frage stellen, abgesehen darf man das hier nie hinhauen. Thorsten, du bist am nächsten. Ich würde Asphalt-Diamanten-Rausch spielen, ich habe die Bassline schon parat. Alles klar, ja, dann spielen wir jetzt Asphalt. Ist ja auch ein super Lied. Ja. Oder? Hat irgendjemand was dagegen? Super Lied, machen wir. Asphalt, Diamanten, Grau. Falls sich jemand fragt, was das für eine Farbe sein soll, ich kann es gerne zeigen. Bei Gelegenheit. Live. Wolken in die Lüfte, Rauch, der kringelt sich im Haar.
Mich zieren keine fremden Düfte. Ich bin alles, was ich war. Staubbedeckt sind meine Worte. Selten, dass mein Zweifel ruht. Will nicht glauben, meine Sorte. Hoffnung ist ein selten Gut. Sind zerrissen meine Hosen, hängen sie in den frischen Wind. Trocknet die Geburtstagsrosen, weil sie dann nicht traurig sind. Zum Denken reicht im Hirn ein Raucherraum. Mich interessieren die Verbraucher kaum. Vögeln gebe ich ein Zuhause, draußen auf dem Fensterbrett. Schmeiß ich eine schöne Sause, Zucker macht den Kohl mir fett. Schätze find ich in den Ritzen, Asphalt, Diamanten, Grau. Kann ich stramm stehen, gerade sitzen? Das liegt nicht am Körperbau. Bin an jeden Tag verloren, der mich weckt von Träumen schwer, der mich kitzelt an den Ohren, in mir rauscht ein trockenes Meer. Zum Denken reicht im Hirn ein Raucherraum. Mich interessieren die Verbraucher kaum. Bin ich froh, dass wir das gespielt haben. Und auch jetzt schon froh über das nächste. Der vorletzte Song für heute Abend. Der ist entstanden, nachdem ich, glaube ich, zum ersten Mal als West-Berlinerin, ich habe es ja geschafft, 20 Jahre in Berlin zu leben, aber die ganze Zeit in Ost-Berlin. Und eigentlich war ich vorher immer nur im Osten. Das wäre mir ja nicht aufgefallen, wenn ich Markus Liske, der aus dem Westen kommt, jubiliert hätte. Hurra, jetzt lebst du endlich im Westen. Und dann bin ich dann mit ihm durch West-Berlin gelustwandelt. Und danach ist der folgende Titel entstanden. Ich weiß jetzt aber ja nicht, was eigentlich der Zusammenhang ist zwischen dieser Geschichte und dem Text. Ist aber so, ist es einfach entstanden. Das ist die Wahrheit. Aber man merkt, das ergibt keine gute Geschichte. Denke ich mal drüber nach. Was steckt dahinter? Thank you.
Sie ist die Hüftgold-Millionärin dieser Straße ab und an. Hockt sie beim Trödel, King macht Ferien, nur so im Kopf, nur von dem Mann. Der wär so gern ein geiler Macker, bei dem die Weiber Schlange stehen. Jedoch die machen sich vom Acker, wenn sie den Manni lachen sehen. Der Vogel singt Beep-a-Bew. Und du, du hörst nicht zu. Was machst du? Du hörst nicht zu. Was steckt dahinter? Wo es glänzt, kann ein Kummer sein. Unterm kaputten Dach eine Liebe, auch durch das ungeputzte Fenster scheint die Sonne rein. Scheint die Sonne rein, mein proletarisches Bewusstsein scheint noch gut in Schuss zu sein. Er hat das Loft so roh verlassen, so übereilt und ohne Stil. Die Frau am Flügel bleibt gelassen, das war denn wohl der Drink zu viel. Sie wär so gerne in der Ferne, wo die noch richtig miteinander reden und mitten am Tag spazieren gehen. Der Vogel singt Beep-a-Bew. Und du, du hörst nicht zu. Was machst du? Du hörst nicht zu. Ich bin drauf, du bist unter. Er ist müde, sie wird munter. Es hört auf, wir fangen an. Ihr geht jetzt weg, sie kommen an. Wenn er singt, was steckt dahinter? Wo es glänzt, kann ein Kummer sein. Und am kaputten Dach eine Liebe, auch durch das ungeputzte Fenster scheint die Sonne rein. Scheint die Sonne rein, mein proletarisches Bewusstsein scheint noch gut in Schuss zu sein. Da war viel Schönes dran. Okay, Leute. Den müssen wir heute bringen, denn er heißt Offline. Und ist entstanden in einer Zeit, in der ich habe überhaupt keine Handtelefone. Ich hatte so eine winzige Reiseschreibmaschine, das ist noch ja nicht lange her. Eigentlich war es eben, und dann ging es los mit der ständigen Erreichbarkeit und mit der ständigen Selbstausbeutung, die ja damit einherging dann. Und plötzlich piepte das überall und ständig Telefonate und so. Ich war davon auf jeden Fall heillos überfordert und habe folgenden Text geschrieben und da haben wir einen schönen Song draus gemacht, den wir schon lange nicht mehr gespielt haben. Offline. Ich denke übrigens, dass immer noch alle heillos überfordert sind. Andererseits, ja, ist jetzt keine Technikkritik in dem Sinne, ist ja großartig, dass es die Möglichkeit gibt wie das hier jetzt. Hallo, ich bin Nerd. Ich schließ die Türen zu und häng den Hörer aus. Es tut mir leid, ich muss mal in mein
ein Schneckenhaus. Mein Zeiger dreht sich in die falsche Richtung, weil die Welt so anders ist. Ich mach es morgen heil. Steht ist zuweilen richtig rum. Es fällt doch gar nicht auf, wenn keiner fragt, warum. Ich stell die Klingel aus, schau nicht ins E-Mail-Fach, halt mir die Ohren zu, mach meinen eigenen Krach. Die Welt euch um die Ohren fliegt. Ich bin noch da, ihr wisst ja, wo der Schlüssel liegt. Benjamin Hiesinger. Der einarmige Bandit. Anders geht's ja nicht bei einer Verbrecherversammlung.
Der großartige Johannes Metzger, Wahnsinn. Florian Siegelke. Und in unser aller Mitte, Manja Preckels. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören, Zusehen und so weiter. Wolltest du gerne noch was machen? Offline gehen. Offline gehen. Das wär's. Schönen Abend allerseits. Und vergesst nicht, die Leute zu unterstützen. Also alle, die Unterstützung brauchen, vor allen Dingen, aber auch die, um die es heute Abend geht. Dankeschön.